Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch so eine süße kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag oder sowas basteln. Hier ist ein kleines Törtchen. Da seht ihr. Das ist so ein kleines LED-Licht. Das habe ich mal euch in irgendeinem Haul gezeigt. Das gibt es im Viererpack, zum Beispiel auch im Action für wenig Geld. So sieht es aus. Ich sage euch die Maße gleich zum Anfang einmal, wie groß das ist. Das hat einen Durchmesser von 3,8 cm und eine Höhe von 1,8 cm, also nur die Kerze ohne Flamme. Und hier ist so eine kleine Box, da kann man es reinstellen und dann kann man das so verschenken. Hier hinten ist noch ein kleiner Stempelgruß drin. Und das basteln wir heute zusammen. Als erstes möchte ich mit euch die kleine Box basteln, die außen rum ist, um unsere Torte. Dafür braucht ihr einen Cardstock. Ich habe jetzt einen doppelt bedruckten genommen, weil es dann innen einfach schöner aussieht. Man kann aber natürlich auch einen nehmen, der innen weiß ist. Auch das hat sicherlich sein Schönes. Das ist jedem selbst überlassen, was euch am besten gefällt. Genau, diesen Motivpapier, dieses Motivpapier, diesen Cardstock, habe ich in 20 x 18 cm. So, als erstes lege ich mir die 18er Seite an und falze da einmal bei 6 und einmal bei 12 cm. Dann drehe ich mir das Ganze um. Jetzt liegen hier oben die 20 cm an. Da falze ich einmal bei 1, bei 7, bei 13 und bei 19 cm. Also 1, 7, 13 und 19. Und jetzt ziehe ich mir einmal die Falzlinien alle nach und dann wird geschnitten. Jetzt nehmen wir uns eine Schere und schneiden. Ich habe jetzt die 18er Seite ist jetzt seitlich, die 20er Seite ist, zeigt auf mich. Aber ich habe halt irgendwie Wortfindungsstörung. Da schneide ich jetzt erstmal in das mittlere Quadrat bis zur ersten Falzlinie ein, auf beiden Seiten. Und dann schneide ich mir, jetzt habe ich es mir umgedreht, jetzt habe ich hier unten die 1 cm Lasche, schneide mir jetzt in dem ersten Quadrat, so, was sind das, 1,5 cm, das messe ich aber nicht ab. Das ist halt die Klebelasche dann. Das schneide ich mir so Pi mal Daumen, dasselbe mache ich gegenüber auch. Und dann schräge ich mir das noch ein bisschen an. Und zwar einmal hier ein bisschen. Und hier dann auch nur ganz leicht, sonst wird diese Lasche hier oben zu klein. So, also hier auf dieser 1 cm Lasche wird auch ein bisschen angeschrägt, aber wirklich nicht viel. So soll das dann aussehen. Ich hoffe, ihr seht es richtig, ja. Und hier drüben dann genauso. Ein bisschen hier anschrägen. Ich hatte dieses 1 cm Teil erst 1,5 cm, aber Mann und Tochter haben mich überstimmt. Die fanden das mit dem 1 cm besser und deswegen ist es das geworden. Dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite.
So, jetzt drehe ich mir das wieder um und mache mir hier auf diese Klebelaschen doppelseitiges Klebeband. Die hier klebe ich mit Flüssigkleber fest, weil die fürs Klebeband einfach zu klein sind. Dann ziehe ich mir erst auf der einen Seite die Schutzfolie ab und klebe mir das zusammen. Und hier auch. Und jetzt auf der anderen Seite genauso. Und dann mache ich mir ein bisschen Flüssigkleber auf die Klebelaschen und klebe mir die auch nach innen. Und dann ergibt das hier vorne so diesen Rahmen. So, die klammere ich mir jetzt einmal ein bisschen fest, damit die trocknen und nicht verrutschen. So. Und ich habe es schon wieder vergessen. Ich gebe euch einen Tipp, seid klüger. Und zwar möchte ich hinten an der Rückwand noch diesen Kreis mit dem Stempelabdruck anbringen. Das wollte ich eigentlich machen, bevor ich die Box zusammenklebe. Genauso wie ich hier unten noch Kreise reinkleben möchte, wo die Torte dann draufsteht. Auch das wollte ich vorher machen. Also seid klüger, macht das, bevor ihr die Box zusammenklebt. Ein Profi-Tipp von mir. So, wie gesagt, das möchte ich an die Rückwand kleben mit Foamtape, dass es so ein bisschen erhöht ist. Und auf den Boden kommen dann auch noch zwei, falls es wichtig ist. Dieser Kreis sind 3,8 Zentimeter. Ich habe das gestanzt und zwar nicht mit meiner Stanzmaschine, sondern mit diesen beiden Kreisstanzen, aber da nehmt ihr, was ihr habt und guckt, wie ihr es hinkriegt. Ihr könnt da natürlich auch einfach Quadrate schneiden und die reintun. Dieser hier stanzt 1,5 Inch, also es sind ungefähr 2,8 cm. Und dieser hier 2, das sind ungefähr 5 cm. Die habe ich beide gebraucht und zwar diesen kleinen, für diesen Kreis und für den Kreis, der nachher auf die Torte oben drauf kommt, und den großen hier unten für die Tortenplatte, ja, so, die kommt hier rein. Und dann habe ich noch so eine Spitze ausgeschnitten, die hat 4,5 cm, aber auch die, wenn ihr so einen Stanze nicht habt, ist natürlich nur optional. Das könnt ihr natürlich weglassen. Diese beiden Kreise kommen jetzt hier auf den Boden unten und das kommt hinten dran. Hier mache ich mir eventuell noch so ein paar Blümchen dran. Ich habe mir so Blümchen ausgestanzt, auch mit so einer kleinen Blumenstanze. Auch da guckt ihr einfach, was ihr habt. Auch das kann man natürlich weglassen. Also es ist ja alles kein Muss.
So, jetzt verkleiden wir unsere Torte noch ein bisschen, unser Teelicht. Und zwar habe ich da, wie ich euch eben gesagt habe, einen Kreis ausgestanzt, der genauso groß ist wie das Teelicht im Durchmesser, also 3,8 cm. Und dann habe ich hier einen Streifen in demselben Papier in 1,9 cm mal 13 cm. Da müsst ihr natürlich immer gucken, wie groß euer Teelicht ist. Deswegen habe ich euch am Anfang gesagt, wie groß meins ist, damit ihr das so ein bisschen abgleichen könnt. Wir kleben uns jetzt diesen Streifen hier drumherum. Da nehme ich mir einfach ein Stück doppelseitiges Klebeband. Und machen wir das hier direkt um die Kerze rum, dann ist es auch möglichst straff und hält dann eigentlich so. Wenn es nicht hält, müsst ihr sonst noch mal einen Tropfen Kleber drunter machen. Jetzt ist die Kerze schon so eingepackt. Und jetzt kommt noch das. Hier könnte man sich jetzt einen kleineren Kreis in der Mitte noch mal ausstanzen für diesen Docht und die Flamme der Kerze. Oder man bohrt sich ein Loch rein und ich mache das aber noch mal ein bisschen anders. Und zwar falte ich mir das nicht ganz fest, aber so ein bisschen, zweimal. Und nehme mir dann eine Schere und schneide mir hier in der Mitte einfach so die Spitze so ein bisschen weg. Ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm, wenn da so ein bisschen Falten drin sind. So sieht es jetzt aus, weil ich da sowieso noch Deko auf die Kerze packe und dann kann man das da drüber machen. Ich mache aber ein bisschen Kleber drunter, damit es einfach besser hält. Na? So, jetzt ist unsere Kerze schön eingepackt und ich möchte jetzt aber noch ein bisschen dekorieren. Ich habe hier so Halbperlen und schon ein paar Papierblumen, aber auch da könnt ihr natürlich eurer Kreativität freien Lauf lassen. Gucken, was euch gefällt, was ihr da habt, was ihr da gerne möchtet. Und damit könnt ihr dann die Torte dekorieren. Ihr könnt die natürlich hier außenrum auch noch dekorieren. Das weiß ich noch nicht, ob ich das mache, muss ich mal überlegen. Und hier oben auf der Verpackung möchte ich auch noch ein bisschen dekorieren. Da habe ich auch noch so solche Blümchen. So kleine Rosen, die gab es mal beim Action. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Damit dekoriere ich das Ganze jetzt ein bisschen.
Und fertig ist die kleine Torte und ihre Box. Nun kann man die anmachen und hier reinstellen. Und fertig ist eine kleine süße Geschenkidee zum Geburtstag oder wofür auch immer man es sich wünscht. Ich mache noch einmal Licht aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Dann werdet ihr regelmäßig informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und guckt auch gerne mal in meinem Etsy-Shop vorbei. Den habe ich euch unten verlinkt. Da verkaufe ich selbstgemachtes, handgemachtes von mir. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wünsche euch alles Liebe. Bis dahin. Tschüss.